Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte hat der VfL Wolfsburg das Finale des DFB-Pokals gewonnen. Den Wolfsburgern ist es also heute Abend gelungen. Und zwar genau das, wovon sie lange geträumt haben. Willkommen zu den Tagesthemen. An einem Abend, der gleich ein doppeltes Finale bereitgehalten hat, nämlich nicht nur das Endspiel im DFB-Pokal, sondern auch das Finale von Jürgen Klopp als Trainer beim BVB. Noch einmal auf dem LKW rund um den Borsigplatz in Dortmund fahren mit dem Pokal in der Hand. Das hatte sich Jürgen Klopp natürlich vorher gewünscht. Aber auf dieses Abschiedsgeschenk musste er denn doch heute Abend leider vergeblich warten. Zum ersten Mal überhaupt haben es die Wolfsburger heute Abend geschafft, Pokalsieger zu werden. Und Jan Starkebaum am Rathaus in Wolfsburg. Bebt denn Wolfsburg immer noch? Können die Wolfsburger ihr Glück denn überhaupt fassen? Also beben tun die Wolfsburger hier auf jeden Fall, das kann man genauso sagen. Es wird gesungen, es wird getanzt, immer noch, jetzt auch lange nach dem Abpfiff ist die Stimmung hier richtig gut. Und das ist natürlich ein Riesenerfolg hier nach der Meisterschaft 2009 für diese kleine und ja auch noch recht junge Fußballstadt Wolfsburg. Und dazu maßgeblich beigetragen hat das 3:1 Tor in dem Spiel. Das war natürlich eine entscheidende Rampe für die Stimmungskurve hier heute Abend. In der Innenstadt waren 15.000 Fußballbegeisterte, die ihre Mannschaft in Berlin von hier aus Wolfsburg angefeuert haben. Und die Reaktion nach dem Sieg, die war natürlich völlig begeistert. Super, geiler geht's gar nicht, oder? 3:1 Dortmund? Natürlich. Die haben eine super Saison gespielt und haben sie einfach verdient. Wir sind nicht nur die Radklappen aus dem VW-Stadt, wir sind einfach die Meister vom DFB-Pokal. Ja, damit beweisen die Wolfsburger, dass die Kritiker nicht ganz richtig liegen. Die sagen, diesem Verein und dieser Stadt fehlt die Tradition. Denn so ein Abend wie heute, der hilft natürlich auch, eine Legende zu bilden. Der VfL Wolfsburg ist Pokalsieger und wird hier heute, morgen, den Autokorso feiern und die Mannschaft willkommen heißen auf dieser Bühne hier vor dem Rathaus. Ja, da feiern noch bestimmt eine ganze Menge Leute durch, habe ich den Eindruck. Vielen Dank, Jan Starkebaum nach Wolfsburg. Wenn ich in Berlin bin, will ich auch gewinnen. Das hatte sich natürlich Wolfsburgs Trainer Dieter Hecking vorgenommen. Und der Mann und seine Mannschaft haben in der Tat einen wirklich starken Willen gezeigt. Denn genau so ist es gekommen. Für die Wolfsburger hat Hecking heute Abend den ersten Titel seiner Trainerkarriere geholt. Gucken wir uns nochmal an. Martin Zimmermann über einen Fußballabend voller Überraschungen. Im Berliner Olympiastadion ging Goldregen auf Jürgen Klopp nieder. Aber Dortmunds Trainer ging heute nach seinem letzten Spiel für den BVB nicht als Gladiator vom Platz. Der DFB-Pokalsieger heißt in diesem Jahr VfL Wolfsburg. Nein, wir haben das verdient. Das ist eine super Leistung. Zweiter Platz und Pokal gewonnen. Ich meine, die haben das noch nie gewonnen. Und das ist heute passiert. Ja, das ist Geschichte. Das ist überragend. Die Niedersachsen waren nach dem Spiel außer Rand und Band, sowie die Dortmunder Fans vor dem Anpfiff. Der Rauch, den ihre bengalischen Feuer freisetzte, vernebelte ihnen noch die Sicht aufs Geschehen. Da bewiesen ihre Profis klaren Durchblick. 5. Minute, Aubameyang frei vor Wolfsburgs Torhüter Benaglio. Und schon stand's 1:0. Die Wolfsburger brauchten ihre Zeit, um sich zu orientieren, aber dann traf Luis Gustavo zum Ausgleich 1:1 nach 22 Minuten. Und plötzlich kam die Mannschaft von Dieter Hecking richtig in Schwung, als hätten sie einen Schalter umgelegt. Die BVB-Defensive kam nun mächtig unter Druck, Mitte der ersten Halbzeit. Kevin de Bruyne, die Führung für Wolfsburg. Der Belgier als bester Vorbereiter der Bundesliga macht selbst 2:1 für den deutschen Vizemeister. Und es kam noch schlimmer für den BVB. Schmelzer zu spät gegen Perisic, Dost in der Mitte weithin ungestört. Mit 3:1 führte der VfL Wolfsburg bereits zur Pause. Und so sehr sich die Dortmunder in der zweiten Hälfte auch bemühten, mehr als dieser Pfostenwischer von Kagawa kam nicht mehr heraus. Zum ersten Mal in der Geschichte des DFB-Pokals jubelt der VfL Wolfsburg.
Weitere Nachrichten vom Sport gibt es dann später noch in dieser Sendung. Jetzt aber erstmal zum politischen Geschehen, bei dem sich heute wieder mal eine Hoffnung zerschlagen hat. Die Hoffnung nämlich, dass in den Beziehungen zwischen dem Kreml und der EU zumindest so etwas wie eine erste Beruhigung einkehrt. Diese Hoffnung aber hat getrogen. An Pfingsten wurde dem CDU-Außenpolitiker Karl-Georg Wellmann auf dem Moskauer Flughafen überraschend die Einreise verweigert, obwohl er eingeladen war. Und nun stellt sich heraus, dass es eine vom Kreml geführte schwarze Liste gibt, auf der 89 Politiker der EU stehen und darunter 8 Deutsche. Überschrift: Einreise verboten. Tim Hirn. Böse schaut die Stele des russischen Arbeiters von der Fassade der russischen Botschaft in Berlin. Es passt zum jüngsten diplomatischen Konflikt zwischen Russland und Europa. Wahrscheinlich verärgert über die europäischen Sanktionen infolge des Ukraine-Konflikts, verhängte die russische Regierung ein Einreiseverbot für 89 europäische Politiker, Militärs und Regierungsbeamte. Darunter der CDU-Bundestagsabgeordnete Karl-Georg Wellmann. Am letzten Wochenende bekam er es am eigenen Leib zu spüren auf einem Moskauer Flughafen. Wir wollten politische Gespräche führen mit Mitgliedern der Regierungspartei, sehr hochrangigen, mit Putin-Beratern. Das ist erstmal dadurch abgebrochen und die deutsch-russischen Beziehungen sind belastet. Wellmann befindet sich in guter Gesellschaft. Auf der schwarzen Liste stehen prominente Vertreter des Europäischen Parlaments. Mit dabei Jerzy Buzek, einst Parlamentspräsident, ebenso der Fraktionsvorsitzende der Liberalen, Guy Verhofstadt, und die grüne Fraktionschefin Rebecca Harms. Dazu kommen politische Beamte wie Staatssekretärin Katrin Suder aus dem Verteidigungsministerium. Der deutsche Außenminister protestiert. In einer Zeit, in der wir uns bemühen, einen hartnäckigen, gefährlichen Konflikt in der Mitte Europas zu entschärfen, ist das kein Beitrag, der dazu beiträgt. Der Präsident des EU-Parlaments, Martin Schulz, will es nicht bei Protest belassen. Wenn Vorsitzenden von Fraktionen meines Parlaments, Rebecca Harms zum Beispiel oder Guy Verhofstadt, die Einreise nach Russland verweigert wird, werde ich die Anzahl von Zugängen zum Europäischen Parlament von Vertretern der russischen Regierung reduzieren. Verärgert ist man in Brüssel besonders darüber, dass die russische Seite schweigt, wer warum auf der Liste steht und die Betroffenen nicht dagegen klagen können. Fraglich allerdings, ob sich Moskau davon beeindrucken lässt. Und der Hintergrund für all diese Schwierigkeiten ist natürlich die Krise in der Ostukraine. Und auch da hat eine Hoffnung getrogen. Das in Minsk ausgehandelte Waffenstillstandsabkommen hat bis heute nicht gehalten, was man sich davon versprach. Nach wie vor wird an einigen Frontabschnitten geschossen und man muss befürchten, dass der Konflikt zwischen den ukrainischen Truppen und den prorussischen Separatisten sofort wieder im großen Stil eskalieren kann. Um dazu beizutragen, dass genau das nicht geschieht, ist der Außenminister Steinmeier zuerst nach Kiew und heute in die Ostukraine gereist. Olaf Bock. Sichere Zuflucht. Ein Flüchtlingslager in Dnipropetrovsk, das der deutsche Außenminister besuchte. Etwa 300 Menschen sind hier untergekommen, solche wie Tatjana Rasotkina. Sie wohnte in einer kleinen Stadt, gleich daneben die Front. Wir wohnten genau auf der Grenzlinie zwischen der Donetsker Republik und der Ukraine, 2 Kilometer. Und über uns hinweg flogen immer die Raketen und Geschosse. Mal von der einen, mal von der anderen Seite. Und dann wurde das Haus getroffen, als wir im Keller saßen. Unser Zuhause ist weg. Anfang Mai ist sie in einen dieser Container eingezogen. Es gibt eine Gemeinschaftsküche und ein kleines Zimmer für sie und ihre 5-jährige Tochter Vika. Das Kind vermisst die Freunde und den Vater, der noch im Kampfgebiet ist. Lassen ihn nicht raus. Sie lassen ihn einfach nicht raus. Auch das ukrainische Militär lässt nicht jeden durch. Da braucht man eine spezielle Genehmigung, um ein- oder auszureisen aus der sogenannten Republik. Deutschland hat bisher 10 Millionen Euro für die Flüchtlingshilfe zur Verfügung gestellt. Ich habe hier zugesagt, dass wir auch weiterhin Unterstützung leisten wollen. Etwa 2 Millionen Menschen sind durch den Konflikt auf der Flucht. Allein in dieser Region sind es schon mehr als 90.000. Und es könnten noch mehr werden, denn in den Separatistengebieten haben manche Pro-Ukrainer Probleme. Wir unterstützen die Ukraine. Und die Menschen, die das tun, sind in diesen Republiken nicht erwünscht. Mehr muss man dazu nicht sagen. Man hat ihnen nahegelegt zu gehen.
Sie haben uns nichts direkt gesagt, aber es gab Hinweise, dass unsere persönliche Sicherheit in Gefahr ist. Und der Kampf geht auch weiter. Bilder von Gefechten in der Region Donetsk. Fast jeden Tag gibt es Tote und Verletzte. Beide Seiten schieben sich gegenseitig die Schuld zu. Von Waffenruhe kann keine Rede sein. Nur dann, wenn wir das Kanonenfeuer nicht mehr hören, dann wird auch die Möglichkeit bestehen, über politische Lösungen zu reden. Für die wird es höchste Zeit im Ukraine-Konflikt. Die Menschen hier wollen Frieden. Bei einer der größten Rettungsaktionen im Mittelmeer wurden gestern mehrere tausend Flüchtlinge in Sicherheit gebracht. Mehr dazu jetzt in den Nachrichten. Es geht weiter mit Judith Rackers. An der Operation vor der libyschen Küste war auch die Bundeswehr beteiligt. Von der Fregatte Hessen wurden mehr als 800 Menschen aus Schlauchbooten gerettet. Auch die italienische Küstenwache, die britische Marine und Handelsschiffe nahmen Flüchtlinge auf. Insgesamt wurden mehr als 4000 Männer, Frauen und Kinder in Sicherheit gebracht. Im tschechischen Brünn haben hunderte Tschechen und Deutsche an die Vertreibung deutschsprachiger Bürger vor 70 Jahren erinnert. Erstmals hatte der Stadtrat offiziell zum Gedenken an den sogenannten Todesmarsch von Brünn eingeladen. Ende Mai 1945 waren dort mehr als 20.000 Einwohner gezwungen worden, das Land zu Fuß zu verlassen. Dabei starben mindestens 2.000 Menschen. Wegen der geplanten Pkw-Maut will die EU-Kommission offenbar gegen Deutschland vorgehen. Unter Berufung auf hochrangige EU-Kreise berichtet die Welt, noch vor der Sommerpause könnte Klage erhoben werden. Bezahlen sollen die Maut In- und Ausländer. Deutsche Autofahrer sollen dann aber weniger Kfz-Steuer zahlen. Diese unterschiedliche Behandlung sieht Brüssel angeblich als unvereinbar mit EU-Recht. Frankreichs Konservative haben sich umbenannt. Die Partei unter Führung von Ex-Präsident Sarkozy heißt statt UMP künftig Die Republikaner. Die Umbenennung war in Frankreich scharf kritisiert worden. Die Partei vereinnahme damit einen im Land symbolträchtigen Begriff, der allen gehöre, für sich. Die Berliner Akademie der Künste hat eine neue Führung. Zur Präsidentin wählten die Mitglieder heute die Filmemacherin Janine Meerapfel. Vizepräsidentin wurde die Schriftstellerin Katrin Röggler. Meerapfel, die dem Plakatkünstler Klaus Steck im Amt nachfolgt, ist die erste Frau an der Spitze der Künstlergemeinschaft. Einen Tag nach seiner umstrittenen Wiederwahl hat sich FIFA-Präsident Blatter zu gegen ihn gerichteten Vorwürfen geäußert. In den Korruptionsermittlungen gegen hochrangige FIFA-Funktionäre sehe er keine Gefahr für sich. Auch erwarte er keinen Bruch mit der Europäischen Fußballunion, sagte Blatter mit Blick auf die Rücktrittsforderungen von UEFA-Chef Platini. Und wir kommen noch mal zum Sport. Nicht nur im Fußball, auch im Handball war heute ein Tag der großen Pokalentscheidungen. In der Handball-Champions League ging es heute nämlich um den Einzug ins Finale. Und für die Deutschen gab es dort eine große Enttäuschung, Andreas Kecker. Ja, das kann man genau so ausdrücken. Denn mit einer Niederlage des deutschen Vorzeigeklubs THW Kiel im Halbfinale der Champions League hatten wohl die wenigsten gerechnet, denke ich. 27:31 verloren die Kieler gegen den ungarischen Titelträger aus Veszprem. Damit kann zum ersten Mal seit 4 Jahren kein deutscher Club die Königsklasse gewinnen. Und während der THW morgen gegen Polens Meister Kielce nur um Platz 3 spielt, stehen sich im Finale Veszprem und der große Favorit, der FC Barcelona, gegenüber. Die Enttäuschung war groß beim THW Kiel. Wenigstens auf den Finaleinzug hatten die Norddeutschen gehofft beim Final Four Turnier in Köln. Doch nach ausgeglichener erster Hälfte präsentierten sich die Gegner aus Ungarn in Rot eine Klasse besser als der deutsche Meister. Vor allem dank Topscorer Momir Ilic setzte sich Veszprem nach der Pause immer weiter ab. 12 Minuten vor dem Ende stieg Kiels zwischenzeitlicher Rückstand sogar auf 6 Tore an. Die Deutschen gaben sich trotzdem nicht geschlagen und ein kleines bisschen Hoffnung kam noch einmal auf, als Christian Sprenger auf 25:27 verkürzen konnte. Doch spätestens als Philipp Jiecher mit diesem Tempo-Gegenstoß scheiterte, war die Partie entschieden. Veszprem gewann ungefährdet mit 31:27 und trifft morgen im Finale auf Barcelona. Der THW Kiel dagegen spielt nur um Platz 3 und muss auf seinen 4. Champions-League-Titel weiter warten. Ja, ziemliche Ernüchterung also für den deutschen Handball. Sehr viel erfolgreicher waren da heute die Kanuten unseres Landes bei den Slalom-Europameisterschaften in Markkleeberg vor den Toren Leipzigs. Dieser eine Fehler kostete den Vize-Olympiasieger von London, Sideris Tasiadis, die Goldmedaille.
Vor den Augen des gesamten deutschen Teams fuhr der Augsburger auf einer der besten Wildwasserstrecken der Welt auf Rang 2 und damit zu Silber. Auf der sehr anspruchsvollen Strecke kam er im Kanadier Einer nach 96,15 Sekunden nur knapp hinter dem Sieger aus Slowenien, Benjamin Savcek, ins Ziel. Auch Vereinskollege Alexander Grimm konnte sich freuen. Er sicherte sich im Kajak Einer ebenfalls EM-Silber. Für den Olympiasieger von Peking ist das der erste Einzelerfolg bei einer Europameisterschaft. Und am Ende des Tages gab es dann auch noch die erhoffte Goldmedaille für Sebastian Schubert, Hannes Aigner und Alexander Grimm. Die deutschen Favoriten konnten sich im Kajak 1 Teamwettbewerb mit 103,76 Sekunden souverän an die Spitze schrauben. Über 4 Sekunden dahinter kam das Team aus Großbritannien auf Rang 2. Nur eine kam durch, so oder ähnlich könnte die Überschrift aus deutscher Sicht lauten, wenn es um den heutigen Tag bei den French Open geht. Denn Julia Görges hat als einzige Deutsche das Achtelfinale in Paris erreicht durch ein 6:4, 6:1 gegen Irina Falconi aus den USA. In der Runde der letzten 16 trifft Görges jetzt auf die Italienerin Sara Errani, die sich heute überraschend deutlich mit 6:3 und 6:3 gegen Andrea Petkovic durchgesetzt hat. Jamie Green heißt der Sieger des Samstagrennens der DTM. Der britische Audi-Pilot feierte am Lausitzring bereits seinen zweiten Sieg im dritten Saisonrennen vor 3 Markenkollegen. In einer spannenden Schlussphase wurde der lange Zeit führende und trainingsschnellste Miguel Molina, ebenfalls Audi, kurz nacheinander von seinen Markenkollegen überholt und wurde nur enttäuschender Vierter. Bester Nicht-Audi war Mercedes-Pilot Pascal Wehrlein auf Rang 5. Durch seinen Erfolg setzte sich Jamie Green an die Spitze der Fahrerwertung. Die Top 3, Spiegelbild des Rennergebnisses, denn auf Rang 2 und 3 Edoardo Mortara und Matthias Ekström. Ja, so eine Siegerehrung oder so ein Podest muss es ja nicht heute Abend vielleicht nicht mehr sein, aber so eine kleine Siegerprämie, die wäre doch gar nicht schlecht, oder? Die Lottozahl. 2, 3, 11, 24, 31, 44, Superzahl 0, diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580. Ja, und zu unserem Glück fehlt nur noch der Blick auf das Wetter. Im Mai war das ja alles doch ziemlich launisch, das Wetter. Frage natürlich an Claudia, ist der Juni ähnlich launisch oder wird er ein bisschen besser? Nein, Thomas, der Juni, der wird direkt in die Vollen starten. Dazu aber gleich mehr. Der Mai war auch nicht überall gleich schlecht oder trüb. Vor allem der Alpenrand hat es richtig heftig abbekommen. Da gab es eine ganze Menge Mittelmeertiefs, die sich stauten. Dementsprechend dort die größten Regenmengen, da in Blau eingezeichnet. Weiter nach Norden zum Teil nur 10 bis 20 Liter pro Quadratmeter, also deutlich weniger, als sonst normalerweise im Mai fällt. Bad Nauheim in Hessen kam gerade mal auf 8 Liter. Dagegen am Spitzingsee 300 Liter Regen pro Quadratmeter. Morgen wird es zumindest im Süden und Osten trocken sein und gefeiert werden kann ja bei jedem Wetter. In Wolfsburg wird man das ganz sicher und zwar bei 18 Grad und ziemlich dichten Wolken am Nachmittag. Bei uns geht es dafür jetzt erstmal trocken weiter. In der Nacht ist es teilweise sogar sternenklar. Nach Westen hin gibt es ein paar kompaktere Wolken. Das sind schon Wolken einer Warmfront. Die Temperaturen sinken bis morgen früh auf Werte zwischen 11 und 5 Grad. 3 Grad dort, wo längere Zeit die Sterne zu sehen sind. Und außerhalb der Städte kann es dann sogar mal für Bodenfrost reichen. Morgen Vormittag Sonnenschein, vor allem über der Mitte und dem Südosten. Im Nordwesten schon dichte Wolken und die bringen im Laufe des Nachmittags dann auch Regen, und zwar von der Eifel bis zur Nordsee. Im Südosten, also insbesondere Sachsen, Bayern, Baden-Württemberg, viel Sonnenschein. In den Alpen oder direkt an den Alpen kann es mal ein kurzes Gewitter geben. Die Temperaturen im Süden bis zu 25 Grad unter den dichten Wolken, meist 16 bis 19 Grad und der Wind dazu überwiegend schwach aus südlichen Richtungen. Dann wird es nochmal ziemlich nass am Montag, da zieht eine Front durch. Häufig regnet es, 16 bis 26 Grad, die 26 Grad. Aber bevor die Front dann hereinziehen wird, am Dienstag letzte Schauer, die abziehen, Temperaturen 17 bis 25 Grad. Und nächste Woche scheint es richtig warm zu werden. Hier der Trend. Köln 30 Grad nächsten Samstag und eventuell wird sogar noch deutlich heißer. Da gucken wir aber in den nächsten Tagen, ob das wirklich so sein wird. Ja, genau. Sind wir sehr gespannt. Vielen herzlichen Dank, Claudia. Das war's von uns im Wort zum Sonntag. Gleich geht es um das Ja der Iren zur Ehe für alle. Nachrichten gibt es noch einmal um 1:40 Uhr. Und wir sehen uns natürlich dann morgen wieder. Also kommen Sie gut durch diese Nacht.